Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix. Doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Lochscharren? Nüsschen rein. Mit der Nase nachstupsen. Loch wieder zuscharren. Und ordentlich festdrücken. Ratet mal, wer ich bin. Genau, ein Eichhörnchen. Und um das Tier soll es nämlich heute auch gehen. Ich mache mich mal auf die Suche nach dem drolligen Nager. Und für euch gibt's wie immer die ersten Infos. Eichkätzchen, Eichkater, Kateker oder Orchkatzelschwurf. Je nach Region trägt das pelzige Nagetier bei uns einen anderen Namen. Eichhörnchen passt aber am besten. Die Tiere gehören nämlich zur Familie der Hörnchen. Nachts schlafen Eichhörnchen, tagsüber sind sie putzmunter. Die Nagetiere sehen und hören sehr gut. Am besten ausgeprägt ist ihr Geruchssinn. Sie sind wahre Spürnasen. Mit der feinen Nase erschnüffeln sie ihr Futter. Dazu gehören Nüsse, Samen, Tannenzapfen, Früchte und ab und zu auch ein Wurm. Was der Wald ebenso hergibt. Aber es darf auch mal ein Stück Rinde sein. Mit den scharfen Nagezähnen knackt das Eichhörnchen alles, was es will. Die Nester von Eichhörnchen nennt man Kobel. Wie hier zu sehen, bewohnen sie aber auch verlassene Baumhöhlen von Spechten. Im Kobel kommt der Nachwuchs zur Welt. Nach der Geburt sind die Babys blind, taub und nackt. 3 Monate später verlassen die Jungtiere das Elternhaus. Draußen erwartet sie eine spannende, aber auch gefährliche Welt. Ich bin auf der Suche nach Eichhörnchen. Dazu bin ich nach Fischen im Allgäu gefahren. Da gibt es den Eichhörnchenwald. Und wie ihr euch bei dem Namen schon denken könnt, hier leben viele Eichhörnchen. Hoffentlich finde ich welche. Aha, meine detektivische Spürnase verrät mir, dass hier ein Eichhörnchen gewesen sein muss. Das hat bestimmt die Walnuss geknackt. Ich bin mal gespannt, ob ich die Eichhörnchen mit meinen Haselnüsschen hier anlocken kann. Da, auf dem Baum. Das erste Eichhörnchen lässt nicht lange auf sich warten. Am Waldboden huscht es hin und her. Findet es etwas Essbares, hockt es sich auf die Hinterpfoten und futtert. Meine Anwesenheit scheint es nicht zu stören. Schaut mal, da ist eins. Ich versuch's mal anzulocken. Das Hörnchen verputzt eine Eichel und beachtet mich gar nicht. Da kreuzt ein zweiter Nager auf. Naja, ganz geheuer ist ihm die Sache nicht. Aber die Lust auf die Nuss ist größer als die Angst. Ja, es kommt, es kommt, es kommt. Es frisst mir sogar aus der Hand. Gesehen. Es ist ganz vorsichtig. Eichhörnchen haben lange Finger und scharfe Krallen. Damit können sie ihre Nahrung beim Futtern geschickt festhalten. Nachschub gefällig? Oh, ganz schön scharfe Krallen. Oh, ein drittes Eichhörnchen gesellt sich zu mir. Anscheinend hat sich herumgesprochen, dass ich ein paar Leckerbissen dabei habe. Dann machen sich die Hörnchen mit ihrer Beute aus dem Staub. Bis zu 5 Stunden am Tag sind sie damit beschäftigt, Schalenfrüchte zu knacken. Allerdings gibt es immer weniger zu futtern, je kälter es wird. Das hier ist so eine Portion, die ein Eichhörnchen an einem Tag frisst. Im Frühjahr haben die noch richtig Kohldampf von dem harten Winter. Da essen sie eine ganz schöne Menge. Im Sommer und im Herbst reicht dem Eichhörnchen so eine mittlere Portion. Und im Winter müssen sie mit den paar Nüsschen auskommen. Aber die Eichhörnchen sind nicht die einzigen Tiere im Wald, die auf Futtersuche sind. Krähen sind auf der Jagd, die natürlichen Feinde der Nagetiere.
Seht ihr die Krähen? Die sind nicht ohne Grund hier. Besonders junge Eichhörnchen werden immer wieder von den Krähen angegriffen. Das ist ein Grund, warum die Eichhörnchen immer mehr zu uns in die Vororte kommen. Bestimmt habt ihr bei euch im Garten auch schon einige gesehen. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg zu Sabine. Die kümmert sich um verletzte Eichhörnchen. Und für euch gibt's die nächsten Infos. Immer mehr Eichhörnchen wandern vom Wald in unsere Vororte und Städte. Die grünen Parks und Gärten ähneln dem natürlichen Lebensraum der Hörnchen. Und wir freuen uns natürlich über den Besuch der drolligen Nager. Damit Eichhörnchen immer Nahrung finden, kann man Futterkästen aufstellen. Da könnt ihr sie gut beobachten. Aber das Leben in der Nähe von Menschen birgt auch Gefahren. In einem Münchner Vorort besuche ich Sabine in ihrer Auffangstation für Eichhörnchen. Oh, wow. Gleich am Eingang werde ich von einem Hörnchen begrüßt. Geschickt fischt es sich eine Nuss aus einem Futterkasten heraus. Und schon ist es weg. Mal schauen, ob ich hier noch mehr Eichhörnchen finde. Hallo Sabine. Hallo Anna. Oh, was hast du denn da? Ja, ein ganz kleines Eichhörnchenbaby habe ich gerade bekommen. Oh nein, darf ich das mal halten? Ja. Oh, das ist ja wirklich glitzeklein, schaut mal. Das heißt, es ist wirklich erst ein paar Tage alt, oder wie? Es ist 2,5 Wochen alt ungefähr für Entwicklung. 2,5 Wochen. Oh, aber hat schon richtige Krallen, sehe ich. Ja, das muss ich ja auch bald an den Bäumen festhalten können. Woher habt ihr das denn? Das lag unter einem Baum und das hat uns jemand gebracht. Da waren die Krähen auch schon dran. Oh nein. Das heißt, es ist auch verletzt? Ein bisschen am Bein. Schau mal hier. Wann das Jungtier zuletzt Muttermilch bekommen hat, erkennt Sabine an der Farbe seines Urins. Dazu stimuliert sie die Blase des Hörnchens. Und du machst mit mir mit. Ich halte das und du duckst es ganz schnell so hin. Oh nein, schreit ja. Es hat Hunger und es hat Angst. Oh. Das ist ja Wahnsinn, wie viel so ein kleines Tier pieseln kann. Ja, allerdings. Aber wir sehen jetzt, der Urin ist sehr hell. Das ist noch nicht so lang von der Mutter weg. Das heißt, vielleicht hat es noch gar nicht so Durst. Wir probieren es einfach mal. Wir probieren es mal. Du hältst es fest und ich füttere es. Okay. Schauen wir mal. Das saugt jetzt von selber oder drückst du? Noch nicht. Ich muss noch drücken, weil das kennt ja den Sauger noch gar nicht. Oh ja, jetzt trinkt es richtig gut. Ja. Die nächsten Tage kann das Baby das dann immer besser? Ja, irgendwann saugt es von alleine. Aber das dauert noch ein paar Tage. Wie lange musst du das Baby denn füttern? Also das ist jetzt 2,5 Wochen alt und das wird gefüttert, naja, so 7-8 Wochen. Und dann wird auf feste Nahrung komplett umgestellt. Zeit für ein Mittagsschläfchen. Davor macht Sabine ein Erinnerungsfoto von mir und dem Baby. Für meinen Blog. So, jetzt zeige ich dir mal die anderen Jungtiere hier. Ah ja, mitten bei euch im Wohnzimmer. Ja, es gibt ja sonst nichts. Ne? Keine Auffangstationen. So, wo sind die jetzt? Ja, die schlafen jetzt. Aber sie haben trotzdem Hunger. Das heißt, wir würden denen vielleicht ein paar frische Zweige reinmachen. Das ist ganz wichtig. Und auch frisches Futter und Wasser. Tannenzweige haben sie besonders gerne. Und Nüsse dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das erste Eichhörnchen hat den Braten schon gerochen. Und auf einmal sind alle putzmunter. Die Jungtiere wurden verletzt oder verwaist gefunden und zu Sabine gebracht. Manche sind aus ihren Kobeln gefallen, andere wurden von Krähen angegriffen. Ah, schaut mal, hier holt sich gleich einer eine Himbeere. Schauen wir mal, ob der sich auch von mir streicheln lässt. Ah, er schaut schon interessiert. Oh ja, der ist total weich. Wie viele sind da überhaupt drin? Da sind jetzt 6 Stück drin. Die müssten auch, glaube ich, alle wach sein jetzt. Und wie alt sind die? Die sind jetzt so circa 10 Wochen alt, manche schon ein bisschen älter. Das sind die, die verletzt waren. Die kommen erst später in eine Auswilderungsvoliere. Und wie lange bleiben die da noch drin? Ja, also so jetzt maximal eine Woche noch, schätze ich. Und sobald eine Voliere frei ist, dann dürfen sie ausziehen. Aha, das heißt, dann haben sie mehr Platz und dann werden sie dort auf die Natur vorbereitet, ja. Da dürfen sie sich auch in der Motorik noch ein bisschen üben. Weil hier ist ja doch sehr klein. Mhm. Aber das haben sie anfangs gebraucht, weil die müssen das ja auch erst lernen, wie man springt und klettert. Eichhörnchen futtern übrigens nicht immer alles sofort auf. In der Natur vergraben sie ihre Nahrung und legen sich Vorratskammern an. Das brauchen sie, das ist ganz wichtig, um ihre Wintervorräte anzusammeln. Weil wenn sie das nicht tun,
dann verhungern sie ja im Winter. Und 80% der Jungtiere schaffen es leider nicht. Tatsächlich überlebt nur jedes fünfte Jungtier den ersten Winter. Sie sind meistens zu schwach und die Nahrungsvorräte zu knapp. Aber nicht jedes Eichhörnchen, was die Nuss dort versteckt, findet sie danach auch wieder. Oft sind andere Eichhörnchen schneller. Ah, das ist ja fies. Ja, das ist wie bei den Menschen. Wer zuerst kommt, bald zuerst. Ja, das stimmt. Und wer bei jungen Eichhörnchen nicht aufpasst, hat schnell ein Problem. Ein frecher Kerl ist ausgebüxt und springt munter im Wohnzimmer herum. Na, den müssen wir rasch wieder einfangen. Doch leichter gesagt als getan. Mit einem Kescher gelingt es uns dann doch. Oh, da haben wir einen. Oh, da kriegt er Angst da drin, oder? Ja, da muss er schnell wieder raus. Warte, ich helfe dir. Ja. Hast du ja gut eingefangen. Du kannst ja demnächst hier anfangen zu arbeiten. So, jetzt ist er auch, glaube ich, froh, dass er wieder drin ist. Weil da fühlt er sich doch wohl. Aber da merkt man mal, wie schnell die sind. Also das war gar nicht so einfach. Ich bin ganz schön aus der Puste. Nicht alle Pflegetiere von Sabine sind so munter wie der kleine Ausreißer. Die Sabine bekommt aber nicht nur verwaiste Tiere, sondern leider auch sehr verletzte Tiere. Hier haben wir jetzt so eins. Was ist denn mit dem Eichhörnchen passiert? Ich zeig's dir mal. Ja. Ist gestern gekommen, sieht leider auch nicht so gut aus, weil das hat mit der Krähe einen Kampf gehabt vermutlich. Und die Krähe hat ihm das Auge so sehr verletzt. Oh, ja. Das Auge muss leider raus. Jetzt musst du es mir erst mal halten, weil ich brauche eine Augensalbe, die ich dem Tier reintun kann. Gut festhalten, genau. Oh Gott. Oh, das sieht wirklich richtig schmerzhaft aus. Oh ja. Gott, das Arme. Jetzt tun wir das Auge ein bisschen befeuchten. Da ist auch keine Nadel mehr dran. Das ist so eine spezielle Flüssigkeit. Hm. Und jetzt kommt noch die Salbe rein. Bis Sonntag zumindest. Schmerzmittel hat es schon bekommen. Diese Krähenverletzungen, die sind ganz typisch, die gehen immer gern aufs Auge. Na, kleines Mäuschen. Ja, Krähen sind ein Feind der Eichhörnchen. Es gibt aber noch viele weitere in der Natur. Schaut euch das mal an. Der Baummarder ist der gefährlichste Feind der Hörnchen. In den Bäumen bewegt er sich genauso geschickt wie die Nager und überrumpelt die Eichhörnchen im Schlaf. Greifvögel sind von oben eine Gefahr. Besonders der Habicht ist mit seinem scharfen Schnabel eine tödliche Gefahr. Auch Hunde jagen Eichhörnchen, aber wenigstens können die nicht auf Bäume klettern. Das verletzte Eichhörnchen hat einen ordentlichen Appetit. Das ist ein gutes Zeichen. So, jetzt hat er alles ausgesüffelt. Fertig. So, schau mal. Was gehört denn noch zu deinen Aufgaben? Ja, ich müsste jetzt dann noch zu einer Auswilderungsvoliere fahren und nach den Tieren sehen. Möchtest du mitkommen? Da wollen wir auf jeden Fall mitkommen. Gut. Also das ist jetzt die Auswilderungsvoliere, ja? Ja, da sind auch schon welche drin. Und hier beginnt dann der Waldrand. Und das muss am Waldrand sein, da dürfen sie dann raus. Warum muss das unbedingt am Waldrand sein? Naja, im Wohngebiet, da kriegen wir sie ja her. Und wir wollen ja nicht, dass da die Jungtiere wieder abstürzen. Die hauen ab in den Wald und zum Fressen kommen sie wieder hier an die Futterstellen. Ah, super. Ah, da hinten sehe ich schon eins. Ja, wir schauen jetzt mal, ob es allen gut geht. Bringen wieder mal frische Zweige, ganz wichtig. Und Futter natürlich. Ah, da freuen die sich bestimmt. Ja. Wollen wir mal reingehen? Ja, unbedingt. Wir haben euch was mitgebracht. In wenigen Tagen werden die Eichhörnchen ausgewildert. Sie sind alt genug und gesund, um wieder zurück in die Freiheit zu dürfen. Kaum haben die Hörnchen gemerkt, dass es Nachschub gibt, turnen sie über uns herum. Das war gerade ganz knapp über meinem Kopf. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt fangen wir mal welche ein. Ich muss die Zähne kontrollieren. Durch einen Absturz auf dem harten Boden haben sich bei manchen der Kiefer verschoben. Und bevor die Tiere raus können, müssen die Zähne natürlich in Ordnung sein. Sicherheitshalber ziehe ich aber doch lieber Handschuhe an. Ja, das glaube ich. Die können nämlich ordentlich zubeißen in dem Alter. Ja. Hoffentlich. Dann sind die Zähne in der Regel in Ordnung. Ah ja, gut. So, jetzt gehen wir mal hier zu dem Kobel. Okay? Schaut schon raus. Ja? Ja. Nee, Anna, ich glaube, das war schon wieder nicht. So, Freundchen, gleich habe ich dich.
So. Okay. Und ich rechts. Kannst du nicht aus. Und dann schauen wir mal. Wir haben's. Und ich glaube sogar, das ist eins, was wir brauchen. Ein rotes. Schauen wir gleich mal die Zähnchen an. Schauen wir mal. Aha. Das hat Probleme mit der Haut. Das müssen wir kontrollieren. Aha, das sehen wir, weil hier das Fell fehlt. Und genau, schau mal, hier die Seite schaut ganz anders aus. Die sieht super aus, ja. Oh, ne? Ja. Das müssen wir mal weiterhin schauen. Und die Zähnchen, die sind in Ordnung. Siehst du? Die habe ich geschnitten, sieht man noch, weil da ist noch eine Kante von mir. Die oberen Zähne müssen viel kürzer sein als die unteren, ungefähr ein Drittel so lang. Aber als du jetzt hier gerade an den Unterkiefer drangekommen bist, da haben sich die Zähne bewegt. Ja, die unteren Zähne können sich nämlich bewegen wie eine Pinzette. Auf und zu, die oberen nicht. Ah, okay. Ja, das muss so sein, sonst könnten die nämlich bei den Nüssen, bei den Walnüssen gar nicht reinfahren und die aufspalten. Die nagen sie nämlich nicht auf. Aber wir sehen, die Zähne sind okay. Mehr Eichhörnchen gehen mir heute nicht ins Netz. Also ich stelle mich wirklich irgendwie doof an. Ich hoffe, du hast noch Helfer, die das besser können. Wer ist das denn zum Beispiel? Zum Beispiel die Familie Nogai. Die könntest du auch mal besuchen. Die haben auch kleine. Echt? Die kann ich besuchen? Ja. Ja, cool. Das mache ich doch. Ich mache mich auf den Weg zu denen und für euch gibt's die nächsten Infos. Neben den Eichhörnchen leben in Europa seit einigen Jahren die verwandten Grauhörnchen. Besucher haben diese Nager aus Amerika mitgebracht. Womit sie nicht gerechnet haben, die Grauhörnchen vermehrten sich enorm und verdrängen nun die heimischen Eichhörnchen. Sie sind einfach frecher, stärker, größer und können sich so in der Natur besser durchsetzen. Der Bestand der Eichhörnchen hat deshalb an vielen Orten abgenommen. Doris? Ja? Doris und ihr Mann Lothar helfen Sabine beim Eichhörnchenschutz. Ich komme gerade rechtzeitig, als Doris einen neuen Patienten bekommt. Eine Krähe hat ein junges Hörnchen angegriffen. Es ist ein kleines Weibchen, etwa 5 Wochen alt. An der Nase blutet es. Vorsichtig untersuchen wir es. Einfach ein bisschen. Ich sag, die sind echt flutschig. Ja, ja, die sind. Und die haben ganz schön Energie, ne? Man spürt den Herzschlag ganz schön pochen. Also das nimmt einen schon ganz schön mit, wenn man das sieht. Gerade hier mit der blutigen Schnauze. Ich hoffe, wir können uns um das kümmern. Aber es sieht ganz gut aus. Es ist nicht unterernährt, oder? Nee. Wir sind gute Dinge, dass also wir das hinkriegen. Also es macht jetzt keinen schlimmen Eindruck, ne? Außer der blutigen Nase, das tut ihr sicher weh. Aber die Kleinen, die suchen jetzt schon Körpernähe, oder? Ja, wir halten die auch nie einzeln, weil die brauchen, wie Kinder auch, brauchen auch ein bisschen Spielkameraden. Und wenn sie schon keine Mama mehr haben, brauchen sie Kameraden, an die sie sich ein bisschen ankuscheln. Die wärmen sich gegenseitig, spielen dann auch miteinander und das ist eigentlich ganz putzig. Okay, und es macht dem auch nichts, dass das jetzt fremde Babys sind? Nein. Hauptsache Wärme. Ja, genau. Artgenosse und Eichhörnchen sind eigentlich sehr sozial. Heute wird die Kleine ihre neuen Freunde nicht kennenlernen. Erstmal ist Erholung angesagt. Vielleicht legen wir es wieder in die Kiste. Wir wollen ja eh noch die anderen Babys füttern. Ja, ich denke mal, dass es auch leicht traumatisiert ist, weil so von der Krähe gepackt zu werden, ist ja auch schlimm. Okay. Gut, dann legen wir es mal ganz vorsichtig zurück. Decken es zu und machen hier zu, oder? Mhm. Im zweiten Kasten warten insgesamt 3 Jungtiere auf die Fütterung. Ein rotes und ein graubraunes sind schon tierisch befreundet. Das dritte hat sich unter einer Decke versteckt. Hallo, jetzt gibt's was zu fressen. So, probieren wir's mal. Versuch ihn so da festzuhalten. So. Ja, okay. Ich hab ihn. Nach oben halten, ja, genau. Ah, da hat jemand richtig Durst. Oh, der zieht aber ganz schön an. Die Eichhörnchen sind schon alt genug, um feste Nahrung zu bekommen. Das Problem ist nochmal mit einem Keks. Das mögen die nämlich auch sehr, sehr gerne. Und wie?
Sofort will sich das Kleine den Keks krallen. Aber so leicht mache ich es ihm nicht. Es soll ja schließlich kräftig werden. So, ich glaube, die können jetzt auch alleine weiter essen. Ich schau mal, was der Lothar macht. Im Garten steht ein Außengehege. Ältere Eichhörnchen verbringen hier die letzten Tage, bevor sie wieder in die Freiheit dürfen. Lothar hilft ihnen gerne. Die Arbeit ist aber auch anstrengend. Aber sag mal, Lothar, das ist schon ganz schön viel Arbeit, oder? Da hast du recht, ja. Da steckt viel Arbeit dahinter. Also nicht nur das Futter ist da zuzubereiten, sondern wir haben ja auch Arbeit, die Eichhörnchen großzuziehen. Wir müssen Stellen suchen, wo wir sie dann auswildern können. Wir brauchen Leute, mit denen wir immer Kontakt halten müssen und. Also da ist ganz schön was dran. Das hier ist nämlich nur eine Zwischenstation. Das Ziel ist, die wieder auszuwildern, in die freie Natur zu lassen. Genau, das ist unser Ziel. Aber es ist wirklich toll, was ihr hier macht, weil ihr schützt die Eichhörnchen damit. Genau, also wir retten viele Eichhörnchen. Also letztes Jahr zum Beispiel waren es über 460, die wir bekommen haben. Boah. Also 460 gerettete Eichhörnchen. Aus dem Stadtbereich München. Wow. Könnte man die auch als Haustiere halten? Nein, also das ist absolut abzulehnen, dass man Eichhörnchen als Haustiere hält. Die sind ja viel zu wild. Du kannst ja denen keinen Raum bieten, wo die frei rumlaufen können. Die würden dir deine Wohnung zerstören. Okay, also man tut den Eichhörnchen absolut nichts Gutes damit, wenn man sie zu Hause hält. Es sind wilde Tiere. Ihr Lebensraum ist in der Natur und das sollte man ihnen auch lassen. Und da bin ich jetzt auch wieder gelandet. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Im Eichhörnchenwald locke ich Eichhörnchen mit Haselnüssen an. Habt ihr's gesehen? Gierig knabbert der Nager an der Nuss. Außerdem besuche ich Tierschützerin Sabine. Sie kümmert sich um verletzte oder verwaiste Eichhörnchen. Das lag unter dem Baum und das hat uns jemand gebracht. Da waren die Krähen auch schon dran. Oh. Das Kleine hat aber gute Chancen, wieder fit zu werden. Als Andenken bekomme ich ein Foto. Im Wohnzimmer geht die Post ab. 6 junge Eichhörnchen lernen im Käfig zu klettern und zu springen. Und eins hat sich aus dem Staub gemacht. Das müssen wir wieder einfangen. Aber da merkt man mal, wie schnell die sind. Also das war gar nicht so einfach. Ich bin ganz schön aus der Puste. In einem Auswilderungsgehege untersuchen wir das Gebiss eines Hörnchens. Aber wir sehen, die Zähne sind okay. Zum Nachtisch darf ich dann einen Keks verfüttern. Wo hab ich die denn hin? Sag mal, wisst ihr noch, wo ich meine Nüsse vergraben habe? Tja, die hat wohl ein Eichhörnchen gefunden. Ah, da vielleicht. Auch nichts. Naja, Hauptsache die Eichhörnchen finden ihre Nüsse wieder, damit sie im Winter genug zu fressen haben. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Ciao! Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht, sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die